Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live-Video. Heute gucken wir uns die Serverwartung vom 22. Dezember an und außerdem alles, was es so Neues im Cash-Shop gibt, denn es ist zumindest erwähnenswert, denn es gibt neue Items bzw. wieder neue Item-Pakete und auch neue Lucky-Boxen. Ja, wie gesagt, es wird eine Wartung stattfinden am 22.12. Patch Notes, Awakening Reroll Event beginnt und Serverstabilität. Awakening Reroll Event, mein Gott, das braucht man mittlerweile, glaube ich, wirklich nicht mehr erklären. Das hat, denke ich mal, jeder mindestens einmal mitgemacht. Nach der morgigen Serverwartung bis zur Serverwartung am 29. Dezember eine neue Awakening durch die Change Awakening Scroll wird bessere Chancen für ein positives Ergebnis haben und weniger hohe Chancen für negative Ergebnisse. Also Change Awakening benutzen hat ein besseres Ergebnis im Sinne vom Vorzeichen, also öfter plus als ohne Event. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Jetzt kommen wir zum Cash-Shop. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch einmal... es ist immer so schwierig zu beurteilen, wie oft man ranzoomen muss. Ja, wir haben jetzt ein besonderes Feiertage-Bonus-Top-Up-Event erstmal. Müssen wir uns jetzt nicht ganz durchlesen. Ihr kriegt einfach 10% mehr Bonus-Cash. Keine Begrenzung. Also egal, wie ihr kauft, 10% Bonus. Das ist aber nicht das wirklich Relevante. Das Erste, was zumindest etwas relevant ist, sage ich mal, oder zumindest interessant, ist, es gibt ein neues CS-Set und ich glaube, das ist sogar exklusiv neu für uns, weil ich, also vielleicht gibt es auch auf Playpark, kann schon sein. Man kennt leider den Namen nicht, sie haben uns den Namen nicht verraten, deswegen ist es schwer zu sagen oder schwer zu recherchieren, aber ich kenne das Set auf jeden Fall nicht, also bei uns ist es definitiv neu, aber ich glaube, das gibt es auch nicht auf Playpark. Und, vielleicht kriegen die es jetzt aber auch, das kann schon sein, dass zeitgleich released wird, sozusagen. Alle Leute oder unter allen Leuten, die mindestens 5000 Cash ausgegeben haben, ohne Bonus-Cash, nicht ausgegeben haben, aufgeladen haben, kriegen, wenn sie Glück haben, dieses neue CS-Set. Und zwar werden aus allen Leuten 50 ausgewählt. Also wenn jetzt 55 cashen, kriegen es 5 Leute insgesamt nicht. Also 55 Leute, die 5000 Cash cashen, kriegen es 5 Leute nicht und 50 kriegen sie eben schon. Und ja, was das ist, die Gewinner erhalten die folgenden Preise. Einerseits 1000 Bonus-Cash pro Person und eben dieses neue CS-Set, was auch immer das sein soll. Also es ist, wie ihr es schon sehen könnt, also vielleicht kennt es jemand von euch, ich kenne es nicht, also es ist so, ja, so ein bisschen wie so ein Spion, komplett in Schwarz gekleidet. So ein bisschen so ein hautenger Anzug, ja, so fette Stiefel, Handschuhe, eine komische Maske mit einer Zielscheibe auf dem Kopf und zwei Pfeilen außen. Also ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ehrlich gesagt. Aber, yo, gibt es sowohl in M und SRF, also man kriegt das, wenn man gewinnt, wenn man einer von den 50 Glücklichen ist, kriegt man es für beide Geschlechter. Und die Gewinner werden in einer anderen Ankündigung innerhalb von 7 Tagen nach dem Event verkündet und wir werden einen Code an die Account-E-Mail schicken. Also ihr kriegt eine E-Mail-Benachrichtigung, ihr müsst nicht auf der Website irgendwo eure Account-ID überprüfen, sondern ihr kriegt direkt die Benachrichtigung. Genau. Und außerdem wird noch mitgeteilt, dass hier die Gewinner aus einer Region per Zufall ausgewählt werden. Es kann also passieren, dass die Gewinner nicht gleichmäßig verteilt sind. Und jo, das heißt für alle Server sind diese 50 Leute quasi. Was ziemlich wenig ist tatsächlich. Andererseits, naja. Sag ich mal, es gibt eh nur noch drei wirklich große Server. Den französischen, deutschen und amerikanischen. Aber trotzdem ist 50 relativ wenig. Genau. Ja, und dann das nächste, oder das letzte besser gesagt, ist die Cash-Up-Aktion. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen gespoilert, aber das habt ihr ja sowieso schon, wurde sowieso schon gespoilert durch den Videotitel und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es auch vom 22. Dezember bis zum 1. Januar 25% Rabatt auf den gesamten Cash-Shop. Muss wieder einmal näher ranzoomen. Kaigas Templar Fashion Set, Kaigas Crackshooter Fashion Set, also mit diesen... Ja, wie soll man es anders formulieren, als wirklich zu sagen, vollkommen 100% unnötigen, dämlichen CS-Sets, die einfach eins zu eins so aussehen wie die Rüstungssets, die es schon in-game gibt, die man sich einfach auf seine normale Rüstung skinnen kann, ohne auch nur einen einzigen Cash-Punkt dafür auszugeben, vorausgesetzt man hat die Sets. Ja, sehr fragwürdig, warum zum Teufel sowas in Cash-Shop kommt, aber die geilen CS-Sets, die es auf Playpark teilweise gibt und wir nicht haben, die kommen nicht zu uns im Cash-Shop. Also was ist da die Logik dahinter? Das würde ich wirklich gerne mal verstehen. Auf jeden Fall,
gibt es wieder diese Protect Bundles zusammen mit den Lucky Boxen. Also man kann sich im Endeffekt aussuchen, will man S-Protect, A-Protect, Changeaways zu seiner Lucky Box. Also mit welchem Happy Meal möchte man seine Lucky Box bekommen im Endeffekt. Also möchte man Chicken Burger, Cheeseburger oder doch lieber die 6er Nuggets. Das kann man sich hier frei aussuchen. Und dann gibt es noch 100er Bundles. Ja, die Fashion Sets, wie schon gesagt, kosten wieder 2000 Cash. Absolut unnötig. Also holt euch das, also bitte holt euch das wirklich nicht. Unterstützt diesen Trash nicht auch noch, ja. Also ich befürchte wirklich, dass es Leute gibt, die sich das auch noch kaufen. Das ist erstens mal verschwendetes Geld, weil das Zeug kann man sich ingame. Ja, es ist schwierig zu bekommen, okay. Es ist nicht so einfach. Aber wenn man es wirklich haben will, gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das hier kostet halt echt Geld. Ingame kann man sich wirklich gratis holen. Und wenn ich schon Cash habe oder auflade, dann gebe ich es doch nicht für etwas aus, was man halt auch wirklich ohne Cash kriegen kann. Also das ist einfach nur sinnlos. Und dann kommen wir auch schon zu den Weihnachtspaketen. Da ist Folgendes drin. Also verschiedene Christmas Set M, Rudolph Nose, Cute Rudolph und Lavos Sledge. Das sind diese Bonuspakete, die ganz oben noch genannt wurden. Das sind nicht die Lucky Boxen. Ne? Das ist garantiert, dass man diese Items kriegt. Im Endeffekt verkaufen sie die Christmas Sets in M of N, M und F. Ich kann schon nicht mehr reden heute. Und im zweiten Paket in M und F verkaufen sie das Rudolph Set zusammen mit dem Mini Santa, Buff Pet Transi und so weiter. Die Sets sind ganz schön unausgeglichen, würde ich sagen, weil es einerseits keine Buff Pet Transi bei dem einen gibt, als bei dem anderen schon. Und ja, keine Ahnung, was da die Logik dahinter ist, aber ist auf jeden Fall nicht. Oder vielleicht haben sie es auch nur vergessen dazu zu schreiben, das kann natürlich auch sein, das ist immer schwer zu beurteilen. Aber ich sag mal so, darum geht es in der Casual-Aktion auch nicht, denn es geht wie immer eher um diese Lucky-Boxen, die sind hier wirklich das Highlight. Und ja, da kann man sich, wie schon gesagt, eben aussuchen, möchte man S-Product Super, möchte man G-Product, möchte man S-Product, möchte man A-Product, wie auch immer, ist immer das gleiche. Die Lucky-Boxen, die man dazu bekommt, haben immer den gleichen Inhalt, nur die Menge unterscheidet sich abhängig davon, welches Bundle man kauft, beziehungsweise was genau man kauft. Und jo, dann scrollen wir runter zu den Boxen. Und das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass das so gehandhabt wird. Und zwar ist das wieder eine Lucky Box mit den Ringen, Ohrringen, Ketten aufgeteilt. Hier ist aber der Unterschied, dass man bei den Ringen, zumindest laut dieser Liste, tatsächlich beide Ringe bekommt. Das heißt, man muss nicht mehr tausende Boxen öffnen und hoffen, dass man zweimal den gleichen Ring bekommt, wenn man zweimal den gleichen haben möchte, sondern man kriegt tatsächlich zweimal den gleichen auf einen Schlag. Das heißt, wenn ich jetzt den Christmas Fairy Ring bekomme, dann kriege ich ihn zweimal. Wenn ich den Strawberry Cake Ring bekomme, kriege ich ihn zweimal und so weiter und so fort. Also ihr versteht das Prinzip. Ist deutlich besser. Die Trostpreise sind immer noch ultra trash. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dafür sind die ein bisschen zu teuer. Ich meine, ein paar von den Trostpreisen sind okay, sage ich mal, aber na, es sind ja trotzdem nur Trostpreise irgendwo. Und ja, dann bei den Necklaces, da kriegt man natürlich nur eine, das ist, denke ich mal, klar. Und bei den Ohrringen kriegt man wieder zwei. Also immerhin haben sie da ein bisschen die Sachen verbessert, weil soweit ich informiert bin oder soweit ich mich erinnere, war das davor immer nicht so, da hat man nur einen Ring bekommen oder nur einen Ohrring. Das heißt, da musste man wirklich zweimal den gleichen bekommen. Das war schon ganz schön ätzend oder ganz schön dämlich gemacht. Jetzt ist es nicht mehr so. Andererseits kommt das ein bisschen spät, weil die Aktion gab es schon 5 Mal oder so. Hätte man vielleicht auch von Anfang an so machen können, aber naja. Es waren ja nicht immer Schmucksets, teilweise gab es ja auch die einzelnen Ringe, wie zum Beispiel die Groom-Ringe, die Candy-Ringe und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls soviel zur Cash-Up-Aktion. Und ja, eine Sache, die mich persönlich noch extrem verwirrt hat, ist die Tatsache, dass hier aus irgendeinem Grund seltsame Item-Namen verwendet wurden. Und zwar fällt euch vielleicht, wenn ihr die Sets durchgeht, auf, okay, Christmas Fairy Set, ja, Wing Ring, ja, Strawberry Cake, ja, okay, Rudolphs Antler Ring, was ist das? Hab mich auch gefragt. Schaut man natürlich erstmal auf die englische Seite, was da steht, und da steht dann einfach Rudolph Ring. Also das ganz normale Rudolph Set, das erste quasi, es hat keine Jahreszahl, ganz normale Rudolph Set, Standard Rudolph Set, nichts Besonderes, fertig. Ja, also, okay. Heißt hier aus irgendeinem Grund in der deutschen Version Rudolphs Antler Ring. Seltsam. Dann Cake Ring, der 2013 Christmas Gift Ring, Rudolphs Blessed Ring.
Schon wieder Rudolf. Diesmal Rudolf auch mit PH geschrieben, davor mit F. Also jetzt wird es richtig kurios. Ja? Wer zum Teufel ist der zweite Rudolf plötzlich? Heißt im Englischen plötzlich nur noch Snowbells Frosty Ring. Das heißt, es gibt kein... Also ich dachte ja im ersten Moment echt, sie hauen noch ein neues Schmuckset raus. Dachte ich wirklich noch ein drittes Rudolf-Set. Also Rudolf, White Rudolf und jetzt noch ein Blessed Rudolf. Ich dachte schon, die verlieren jetzt komplett den Verstand. Aber... Und dann schreiben sie uns nicht mal die Effekte rein. Nee, das ist tatsächlich einfach nur das Snowball-Set. Ja. Wie die... Ich habe nicht mal eine Vermutung, wie das passieren konnte. Deutsche Version? Also ich meine, vielleicht heißt das Set so. Ich habe es noch nicht in-game gesehen. Vielleicht heißt das Set wirklich so im Deutschen. Dann würde ich mich aber schon ganz stark wundern, weil wie kommt man denn von einem Ring, der legit wie ein Schneeball geformt ist und auf Englisch Snowball's Frosty Ring heißt, auf, Rudolphs Blessed Ring. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man darauf? Wie viel Crack muss man rauchen, um darauf zu kommen? Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwie, keine Ahnung, was hier falsch gelaufen ist, alles anscheinend. Aber ja. Und noch eine Besonderheit ist hier, oder die letzte Besonderheit, besser gesagt, eigentlich war die Besonderheit davor schon die letzte, aber jetzt ist es wirklich die letzte. Das Christmas Fairy Set 2020 kann man hier auch bekommen, aber eben nur in Einzelteilen. Das heißt, die Ringe muss man einzeln pullen, die Necklace muss man einzeln pullen und die Ohrringe muss man einzeln pullen. Oder was heißt einzeln? Ich meine, die Ringe kriegt man im Doppelpack und die Ohrringe im Doppelpack, aber trotzdem muss man insgesamt alle drei Kombinationen pullen. Also schon ganz schön schwierig, das ganze Set hier durch dieses Event zu bekommen. Aber theoretisch besteht hier die Möglichkeit, das Christmas Fairy Set 2020, was ja doch besser ist als das 2021er Set, das White Rudolph Set, was rausgekommen ist, kann man hier nochmal kriegen. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Wie gesagt, ein paar neue Sachen im Cash Shop. Ein neues Item im Endeffekt oder ein neues Item Set. Außer man zählt jetzt die CS jetzt wirklich alle noch dazu. Okay, und ja, das war es im Endeffekt. Ob ihr aufladet oder nicht, müsst ihr selber entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht. Es sind halt Lucky Boxen, da sollte man immer grundsätzlich eine große Skepsis vorhaben. Aber am Ende muss es jeder selber wissen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Teilnahme-Event nicht und ciao, ciao.